Mein Thema heute Abend ist, dass ich finde, Tierversuche müssen umgehend gestoppt werden. Alleine in Europa leiden jedes Jahr 9 Millionen Tiere. Sie leiden nicht nur, sie werden zu Tode gequält im Rahmen von Tierversuchen. Jetzt mag der ein oder andere denken, Tierversuche sind doch illegal. Das dachte ich auch. 2013 trat dieses Gesetz in Kraft. Es wird allerdings zunichte gemacht, klein, heimlich, still und leise von der Europäischen Chemikalienagentur, die weiterhin fordert, dass gewisse Substanzen nur benutzt werden dürfen, wenn sie an Tieren getestet werden. Und ich finde, das ist ein absolutes Unding. Ich habe sogar eine eigene kleine Firma gegründet. Ich wurde Zeuge davon, dass Produkte günstiger hergestellt werden, wenn sie an Tieren getestet werden. Und das, finde ich, muss im Jahr 2022 einfach aufhören. Tiere sind genauso viel wert wie Menschen und das kann so nicht weitergehen. Frau Rilke, wie kann man denn die Kosmetiklobby in die Schranken weisen? Also erst einmal kann ich Ihnen da nur zustimmen, Alana. Ich finde es unglaublich, dass man, dass man immer noch Tiere quält. Ja? Und wenn man jemals gesehen hat, wie so ein Hund leidet, wer der mit Augentropfen zum Beispiel oder Kosmetiksachen, die in die Augen getroffen wird, was diese Hunde oder auch Katzen und Kaninchen für Panik haben. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die Politik lösen muss. Denn diese Versuche, diese Tierversuche sind ja trotzdem in irgendeiner Form erforderlich, um die Unbedenklichkeit gewisser Kosmetikprodukte zu garantieren. Sind sie eigentlich im Grunde genommen nicht, wenn ich Sie unterbrechen darf, da theoretisch, selbst wenn am Tier alles erfolgreich absolviert wurde und in Deutschland sind es 7 Millionen Tiere, die sterben. Die sterben 7 Millionen. Nur in Deutschland. Ja? Deutschland ist das zweitstärkste Land nach Frankreich übrigens. Selbst wenn diese Versuche alle erfolgreich abgeschlossen wurden, heißt es noch lange nicht, dass sie am Menschen durchgehen. Und eine der häufigsten Versuche ist zum Beispiel, schwangere Tiere zwangs zu füttern mit Chemikalien, Substanzen aus Kosmetikprodukten. Und man guckt dann, und danach tötet man das Tierchen, man schneidet ihm den Bauch auf und zäsiert alles und guckt, wie diese Substanzen auf das Baby und auf die Mutter gewirkt haben. Und das heißt aber noch lange nicht, dass dieses Produkt jemals an einer schwangeren Frau zugelassen werden kann. Also im Grunde genommen gibt es schon längst viel günstigere Methoden und viel humanere Methoden, aber sie kommen einfach, sie treten gar nicht in Kraft, weil diese Chemikaliengesetze und Agenturen, die kommen einfach nicht runter von ihrem hohen Ross. Und da beißen sich quasi gerade zwei Gesetze, denn wir haben ja dieses Gesetz von 2013 und wir haben die Chemikalienvereinigung und die beißen sich, aber das Tiereswohl wird einfach nach wie vor als kleiner angesehen. Und das wird einfach totgeschwiegen. Ich als Endverbraucher stehe vor Produkten, weiß überhaupt nicht. Ich war schockiert bei meiner Recherche, wie viele Kosmetikgiganten nach wie vor Tiere töten, bewusst töten. 4 Millionen Tiere werden in Deutschland jedes Jahr direkt nach deren Geburt, die unterlaufen einigen Tests, diese Tests erfüllen sie nicht und 4 Millionen Tiere werden sofort in die Mülltonne gekippt. Das ist mein Ernst. 3 Millionen Tiere werden jedes Jahr geschlachtet. 770 Millionen. Und 3 Millionen Tiere erfüllen quasi diese Kriterien, an denen kann man dann munter und fröhlich lostesten und 4 Millionen Tiere werden sofort umgebracht. Anstatt zumindest einen Plan B in Erwägung zu ziehen für diese Tiere, die schon mal nicht für die Tests in Verwendung. Immerhin werden die männlichen Küken nicht wieder sofort geschreddert. Ja, aber das so ist ja früher. Die Spitze des Eisbergs. Ja. Also ich würde gerne eine Sache erwähnen, und zwar für das Leid der Tiere müssen wir eigentlich nicht unbedingt nach Politikern rufen, sondern wir selber können ja auch was dafür tun, ja? Indem wir nämlich einfach unser Verhalten ändern, indem wir andere Kosmetikprodukte kaufen. Ja. Oder ich finde, was aber total es nach einfach wie vor unsexy, ist, ist das klein. Dieser Stempel vegan ist unsexy. Ist nicht aber unsexy, aber du musst ja nicht an der Kosmetik bleiben, sondern du kannst ja auch zum Beispiel kein Fleisch essen. Ja, also wer einmal sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat, der kann ja eigentlich nur noch vegan leben. Eigentlich kann man auch nicht mehr in Zirkusse gehen. Also ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt und ich gebe es offen zu, ich lebe nicht vegan. Ja, aber dann mach doch mal so, wie ich es möchte. Nena, dann mach doch mal bitte als Schülerin, ich komme aus einem Landkreis, da ist sehr viel Massentierhaltung und ich habe als Schülerin, weil ich dachte, da kann ich mehr verdienen als auf dem Tennisplatz, habe ich bei einer Hühnerzucht gearbeitet. Allerdings nur 2 Tage, dann kam ich ganz schnell auf den Tennisplatz zurück, sehr reumütig. Da musste man Hühner ausstallen. Da leben 3 Hühner in einem Käfig, der ist so groß wie ein DIN A4-Blatt. Dann muss man sie rausheben und dann bildet man so Menschenketten. Man ahnt schon, was am Ende der Menschenkette kommt. Ja. Aber diese Tiere sind ja vollgepumpt mit Antibiotika, die sind total aggressiv. Und dann hat man überhaupt keinen Bock mehr auf Hähnchenfleisch. Also und trotzdem ist die Frage, ob sozusagen vegan die Antwort ist auf Massentierhaltung oder ob die Antwort ist weniger. Ja, also wir hatten früher einfach mal das Sonntagsei, da war klar, es gibt ein Ei zu Sonntag und nicht irgendwie morgens Omelettes und keine Ahnung was. Ja, genau, Fleisch die Wertschätzung. So, und das, die Wertschätzung. Insofern, ich glaube, wir sind uns, glaube ich, alle
einig, dass diese Tierquälerei nicht geht. Ja? Aber ich würde nur gerne mal sagen, das Gute kommt sozusagen im gesamten Lobbyismus der Politik praktisch nicht vor. Wir können da auch über Glyphosat reden, wir können auch über die Landwirtschaft reden, wir können über, keine Ahnung, was Impfstoffe zum Beispiel reden, ja, über Big Pharma, über was auch immer. Wir können über alles Mögliche reden, aber wenn es dafür, darum geht, so, das Problem ist also strukturell, dass man sozusagen am Guten und am Weniger, Lieferkettengesetz, auch gutes Beispiel, ja, wir können auch alle mal irgendwie ein T-Shirt statt 5 T-Shirts kaufen, dann wäre das Lieferkettengesetz vielleicht auch noch, hätte noch mal eine andere Dimension. Insofern bin ich da völlig dabei. Aber die eigentliche Frage ist, wie kann man den Lobbyismus durchbrechen? Meine Antwort oder mein Vorschlag wäre Packaging. Ja, also wenn man auf jedem, was auch immer, Kosmetikprodukt draufschreiben würde, für dieses Ding sind 3... Wie bei den Zigaretten. Wie bei den Zigaretten. Das oder, ist das, was, ja, ich, oder das, bei was ich auch vorschlagen dass würde. Dass man sowas machen bevor würde. Bevor wir also alle jetzt vegan leben müssen. Es gibt aber immer müssen, noch ganz viele Raucher. So viel zum ich Thema. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Leute sich davon abschrecken lassen. Sie werden im Endeffekt immer noch das günstigste Produkt kaufen oder was sie gerade am meisten anlächeln aber in der Werbung. Diese Woche Rewe, 1,99 Hackfleisch. Ja. Das muss man sich aber vorstellen. Nein, ich möchte sagen, trotzdem. Also auch was, sagen, was manche bestimmt, Menschen können sich auch nur das Fleisch leisten. Also ich finde auch, klar, wenn es man ist aber Geld, auch der moralische Epos, also genau. Gerade ist für mich, ja, ehrlich gesagt, zu viel moralischer Überschuss drin. Ja. Also jetzt bin ich daran gekommen. Ich bin auch dabei. Ja. Und das hat auch, natürlich auch, so auch soziale Geschichten. Auch also Fleisch, die, die Fleisch essen, die noch rauchen und so weiter, ja, das sind natürlich sozial konnotierte Geschichten. Da ist schon auch die Frage, warum haben wir diese sogenannten unteren Schichten da gelassen, wo sie sind? Warum können die nur noch im Lidl einkaufen? Warum haben die kein vernünftiges Einkommen? Warum sind die nicht mitgekommen bei der Lohnentwicklung? Warum haben wir die in diesen ganzen, sagen wir mal, Hipster-Veganen-Irgendwas-Trip nicht mitgenommen? Ja, also das sind ja soziale Geschichten. Und insofern würde ich da das moralische Statement auch nicht machen wollen. Aber klar, das muss eigentlich abgeräumt werden. Also die Tiere, diese ganzen Schädigungen. Und ich würde sagen, es hat mehr mit Lobbyismus zu tun als mit der Verwerflichkeit der Leute. Ja, also das müsste man nochmal austarieren. Aber es könnte sogar sein, dass dieses Gesetz nochmal kippt. Peter sucht gerade über 1 Million Unterschriften. Ansonsten könnte es sein, dass Deutschland dieses Gesetz eben noch mal entschärft und Tierversuche noch mal viel einfacher durchgeführt werden können. Also jeder, der sich jetzt zum Beispiel etwas engagieren möchte, etwas, ohne direkt vegan zu werden, könnte zumindest diese Petition unterschreiben, die Peter aktuell ins Leben gerufen hat, bis August. Ich möchte einen ganz praktischen Vorschlag. Ich möchte einen ganz praktischen Vorschlag machen zu Ihrem Thema. Er muss kurz sein, noch eine Sendeminute, Frau Rieke. Veröffentlichen wir doch diese Firmen, diese Kosmetikfirmen, die immer noch Tierversuche durchführen. Ich könnte Ihnen eine direkte Riege nennen, das waren ehemalige Kunden, das muss man mal die ich nicht mehr arbeite. Und ich finde die Idee gut, dass auf jeder Kosmetikpackung stehen muss, für dieses Produkt wurden Tierversuche durchgeführt. Das wäre ein Anfang. Dann kann der Verbraucher, die Verbraucherin selber entscheiden, denn ich bin gegen diese ganzen Verbote, kein Fleisch, kein Rauchen, kein Einfamilienhaus mehr und so weiter und so weiter. Also ich baue auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wir haben das bei den Eiern auch schon geschafft. Die Eier, weiß ich schon, ist das Freiland, ist das Käfighaltung oder sonst was.